Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar möchte ich euch heute mein Flipbook zeigen, welches in Kooperation mit der Facebook-Gruppe Hand in Hand Kreativ entstanden ist. Und ja, wir hatten halt dieses Mal das Thema Flipbook und ja, dementsprechend zeige ich euch das Ganze einfach mal. Und ich werde euch dann im Anschluss die Bilder der anderen Teilnehmer einblenden. Und in der Infobox findet ihr dann halt die entsprechenden Links zu den Videos der anderen Mädels. Also das Cover seht ihr ja schon. Und sie haben halt so ein bisschen im ja, Vintage-Style das Ganze gehalten. Ja, hier einfach noch so ein bisschen Schmetterling drauf, Metall. Und diese Buchecken, dass das Ganze so ein bisschen in dem Stil bleibt. Und ja. Hier dann diesen Tag drauf, wo ich ganz süß finde. Falls es mal verschenkt wird, dass man dann ja einfach hier von zum, je nachdem. So, und dann klappen wir das Ganze mal auf. Also ich muss sagen, die Klebkraft der Froschis ist katastrophal. Und ich weiß, dass ich das in Zukunft nie wieder verwenden werde. Ja, dann mal hier die Seite. Dann auch einfach ein bisschen verziert mit Schmetterlingen, Ornamenten und hier diesen Stempel. Enjoy the little things. Ja, an Kleinigkeiten erfreuen. Das sollte man ja eigentlich immer dran denken. Und ja, finde ich eigentlich sehr schön, die Seite. Dann kommen wir zu der hier. Sehen wir einfach diesen ja, Vogel drauf. Ein bisschen verziert mit Strasssteinen. Und hier, but if you never try, you never know. Das ist ja auch so ein Spruch, den ich wirklich über alles liebe, weil, ja, der sagt eigentlich alles. Wenn man nichts nicht probiert, dann wird man es auch nie wissen, ne? So wie es halt im Leben ist. Und ja, das Papier zum Beispiel finde ich einfach traumhaft schön. Wobei halt da wirklich das Problem mit dem Washi ist, dass es da überhaupt nicht klebt. Auf so glatten hier oder normalen Strukturierten klebt es eigentlich relativ gut, aber hier absolut null. Ja. Weiter. Hier haben wir auch wieder das Problem mit dem Washi. Also das wollt absolut nicht. Ich habe da jetzt auch schon normalen Kleber drunter gemacht, aber ja, so ist es halt manchmal, ne? Genau. Dann haben wir hier diese Seite. Auch wieder mit so Rosen, Blumen, Vögeln. Also das Thema zieht sich eigentlich durch das ganze Flipbook. Dann habe ich hier diese Tasche gemacht und mach mal raus. Da habe ich dann so verschiedene Bronze-Elemente drin. Mal hier ran. So, genau. Wie das. Mal, ob ich es jetzt wieder reinkriege. Doch. Dann hier, die Seite. Finde ich das Papier einfach traumhaft schön. Auch wenn man jetzt nicht allzu viel sieht. Dadurch, dass diese Pads hier drauf sind. Aber ja, sobald man das runter macht, sieht man dann das Papier wunderschön. Und das wirklich Traum. Deswegen habe ich da auch nicht viel gemacht. Einfach das Papier, dann hier oben noch dieser Rahmen mit dem Vögelchen drin und hier dann also gestempelt und diese Pads verteilt. Dann drehen wir das Ganze mal um. Kommt hier, kommt dann. Ja. Ja. Und hier einfach noch so. Auch ein bisschen mit Stempeln verziert das Ganze. Wie dieses Roshi mit dem Schmetterling und natürlich passend dazu diese Holzschmetterlinge. Ja. Dann. Muss auf. Das Cover dann wieder. So. Mit die Seite. Ich bin einfach ganz, ganz schlicht gelassen, auch einfach nur mit Stempel und Halbperlen, ein bisschen schön verziert. Und hier. Rüber. So. Jetzt sehen wir schon wieder, dass der Froschi absolut null klebt. Aber gut. War mir eine Lehre fürs nächste Mal. Ja. Hier auch wieder ein bisschen mit Schmetterlingen verziert das Ganze und Blüten und. Und hier unten, das sind so Sticker, die kann man dann einfach runternehmen. Und ja,
Das war es dann eigentlich auch im Großen. Ich habe halt jetzt von den Goodies her ja, nicht allzu viel rein. Also viele Seiten jetzt einfach nur so verziert, weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, was ich mit dem Flipbook anstellen werde. Ja. Und dem habe ich jetzt einfach nur so ein bisschen was rein, was halt zum Thema passt. Und ja, von dem her passt das, denke ich mal. Ja, ist jetzt vom Aufbau her nicht das spektakulärste Flipbook, was aber einfach auch daran liegt, dass das jetzt mein erstes Flipbook allgemein war. Und dementsprechend, ja, wollte ich jetzt kein allzu großes Risiko eingehen und habe mich halt erstmal an diese, ja, Anführungszeichen einfache Variante gewagt. Und ja, Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz schön geworden. Und das Einzige, was mich halt echt ein bisschen nervt, ist diese Sache, dass das Washi einfach absolut nicht hält. Aber nun gut, das ist, ja. Liegt halt wahrscheinlich auch zum Großen da wirklich an diesem Papier. Weil das ist wunderschön zwar, aber es ist halt von der Oberfläche so, dass halt echt kaum was drauf hält. Und ja, von dem her. Ja. Wie gesagt, ich werde euch dann jetzt noch die Bilder der anderen Teilnehmer einblenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder einen Kommi freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.